Hi Leute, willkommen zurück zu Hollow Cocoon. Ich weiß, wie es weitergeht. Guck mal, man sieht ja schon die Wand hier. Und hier ist so ein Zettel in der Wand. Und das ist wieder eine Geheimtür. Oha, ich glaube, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ort des Ursprungs, wo sie die ganze Zeit war. Ja, und hier den Cranky. Okay. Warte mal, ich habe einen schlauen Zettel hier. Moment. Wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Die ganzen Namen. Wenn ich da nichts verwechsle. So. Oha. Das ist halt wirklich so ein Kerker im Untergrund. Ich habe erst gedacht, die Zwischenverbindung, wo dieser Käfig war, das wäre das gewesen. Aber nö. Das war es wohl nicht. Hier ist wieder so ein... Aha. Ayanos Kritzeleien. Kino hat mich verlassen. Kino hat geweint. Kino hasst mich und liebt Saichi. Ich will nicht, dass Kino weint. Ich will den Tod. Sie ist zu rein. Ich weine und sie umarmt mich. Sie schießt Fäden und wir spinnen zusammen den Kokon. In dem Kokon lösen wir uns auf und verbinden uns wieder als eins. Ich bin verloren. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich vergesse zu viele Dinge. Ihre Erinnerungen ersetzen meine. Sie isst mich, sie frisst mich auf. Ich bin so durstig. Gib mir Wasser, blutrotes Wasser. Welcher alte Mann steht da draußen? Ayano, weint er. Wer ist Ayano? Ich denke, ich bin das. Das ist wahrscheinlich der Opa. Also ihr Vater, also unser Urgroßvater. Alter Mann kommt in die Zelle. Er streichelt meinen Kopf und weint. Kino lacht und sagt, bon appetit. Kino gibt mir köstliches Wasser. Sie ruft mich mit ihrer zärtlichen Stimme. Ich bin glücklich. Kino ist so wertvoll. Echt jetzt, sie hat ihren Vater geopfert für ihre Schwester? Rette mich, ich hab Angst. Ich vergesse Kino. Sie ist fast alles von mir. Wo bin ich? Wo fange ich nur an? Bitte ist nicht mehr Erinnerungen von mir, Kino. Bevor ich Kino vergesse, töte mich. Oh, sie hat echt ihren Vater gegessen, Ayano. Oder sein Blut getrunken zumindest. Hallo? Kann ich reingehen? Ah, okay, jetzt geht's. Okay, dann, guck mal weiter die Gruselhöhle. Hier ist noch ein bisschen Heilung. Und hier haben wir noch ein Tagebuch wahrscheinlich. Kinos Wille oder Kinos Testament. Ayano bricht immer weiter Blut. Sie hat seitdem aufgehört, sich zu bewegen. Sie hat das Blut, das ich für sie vorbereitet habe, getrunken. Im Wissen, dass ich es vergiftet hatte. Ich hatte keine andere Wahl. Ich war krank und war am Sterben. Bald schon würde ich bei den Fischen schlafen. Meine dürren Arme waren verwelkt wie ein toter Zweig. Das war das Einzige, was ich tun konnte. Wenn ich weg bin, wer wird sich um meine Schwester kümmern? Wer wird sie baden, ihre Nägel schneiden und ihre Haare jeden Tag bürsten? Wie wird die Gesellschaft sie behandeln? Sie werden sie voller Furcht und morbider Neugier anstarren, als wäre sie ein verrücktes Monster. Sie würde behandelt werden wie ein... ja, wie kein richtiger Mensch. Ich kann meiner Schwester solch ein Schicksal nicht ausliefern. Solch einem Schicksal. Meine größte Furcht ist, meine Schwester zu vergessen. Meine Krankheit wird schlimmer und meine Erinnerungen schwinden dahin, jede Nacht. Ich lege mich hin mit einer, mit unvorstellbaren Kopfschmerzen. Die Angst zerspettert meine Seele. Die nagende oder die quälende Frage, die ich mir stelle, ob ich sie am nächsten Morgen, ob ich mich noch erinnere. Ich habe jeden getötet, meinen Vater, Saichi, Yui und sogar meine Schwester. Ich habe alle zurückgelassen. Ich sterbe in Schmerzen. Ich entschuldige mich. Ich weiß jetzt, wie meine Schwester sich wirklich gefühlt hat. Aber ich habe sie schlecht behandelt aus Eifersucht heraus. Obwohl ich wusste, wie verdorben ich war. Ich habe sie so bewundert. Darum habe ich sie auch so verachtet. Meine Schwester war die einzige, die mich wirklich verstanden hat. Obwohl sie wusste, wie niederträchtig und gnadenlos ich sein kann.
Trotzdem hat sich Ayano mehr um mich gekümmert als alle anderen. Oder gesorgt. Oder ich war ihr, ja, war ihr wichtig. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich das... wird sie das... hat sie für mich das Licht angemacht im Haus. Sie hat... oder wenn die Sonne unterging, hat sie das Licht für mich angemacht. Sie hat sich darum gekümmert, dass ich nicht hinfalle. Meine Augen und Beine sind alt und schwach. Sie hat immer meine... immer sanft meine faltigen Hände massiert. Ihr Verstand ist komplett geleert von allen Erinnerungen, aber trotzdem vergisst sie mich nicht. Das ist genug. Wir haben Glück gefunden auf unsere Weise. Wir wussten, dass alles mal enden wird. Vergib mir, aber ich war die einzige... das war der einzige Weg, meine Schwester zu retten. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist an diesem Tag. Ich weiß nicht, wer das sie ist, von dem sie schreibt. Aber ich mag sie. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns in einem Kokon auflösen und wir eins werden. Oh, ich bin eingeschlossen. Was ist das hier? Oh. Aua. Ey. Kann ich denn auch mal dran ziehen? Au. Was? Vielleicht könnte ein starker Schlag es auflösen, den Knoten. Habe ich denn irgendwas hier? Au. Wie kriege ich denn das Seil los? Nochmal. Wie kriege ich denn diese Seile los? Irgendwas stark genug könnt's lösen. Looks like it's tied to a plank. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, so geht's. Sie muss das kaputt machen. Ich verstehe. Na, dann komm. Ja. Komm, spring. Okay, ich bin nur weakened, das geht noch. Immer noch nicht. Jetzt aber.
sie ist Matsch. Das hätten wir wohl geschafft. Oh, die Arme. Evie tut's mir auch ein bisschen leid. Ist ja nicht ihre Schuld, was passiert ist. Kino. Töte sie oder verschone sie? Ich verschone sie erstmal. Ich zeige ihr eh alle vier Endings, von daher. Sag jetzt nicht, er kümmert sich um sie. Mada, ich bin aus dem College ausgetreten. Ich habe mich entschieden und ich werde nicht darüber reden. Minato, was ist in dich gefahren? Du willst plötzlich in Kinos Haus wohnen? Willst du für immer dort bleiben? Ja, ich gehöre hierhin. Ich will hier bleiben. Und es sieht aus, als würden sie den Damm nicht mehr bauen wollen. Bitte auf, so einen Mist zu reden, komm nach Hause. Es ist mir egal, ob du ausgetreten bist, ich will nur mit dir reden. Papa, du wirst es niemals verstehen, weil du ein Mensch bist. Vergiss mich und ruf mich niemals wieder an. Oh. Sieh dir nur die Zeit an. Ich muss Essen machen. Okay, das Ende ist richtig kacke. Er bleibt für immer hier? Achso, ganz schön viel Blut. Entschuldige, ich bin spät. Ich wette, du hast Hunger. Ich hab dir Essen gebracht. Iss, während es noch warm ist. Oder solange es warm ist. Hast du wieder geweint? Kino ist schon eine ganze Weile tot. Keine Sorge, du musst dir nichts Gedanken machen. Von jetzt an bin ich für immer bei dir. Oh, das ist crazy. Warum macht er so? Also, ich meine, es ist eins von vier Enden, aber ich würde... Sie hat ihn das ganze Spiel versucht umzubringen, ja? Hallo, Cocoon. Ja, aber jetzt kommen noch die anderen drei Endings. Dafür muss ich jetzt insgesamt noch zweimal durchspielen. Also das andere Ending ist jetzt einfach nur die Entscheidung am Ende anders fällen, aber... Naja. Da wurde sie gesmashed. Wenn man weiß, wie, ist es eigentlich super easy. Man muss einfach nur warten, bis sie so zweimal nach vorne hüpft. Und dann beim dritten Mal springt sie und dann macht sie ja diese Haken kaputt. Ich frag mich übrigens, wie hat er sie da rausgekriegt, beziehungsweise wie hat er den Stein vom Eingang entfernt? Kill her. Ich glaube, das ist jetzt quasi das Good Ending. Ein Jahr später. Oh, hier haben sie den Damm gar nicht gebaut, hä?
Kino, ich wollte mit dir sprechen. Ich werde dir niemals vergeben. Aber trotzdem wollte ich mit dir sprechen. Ich habe niemand von Ayano erzählt. Nicht mal Vater. Ayano wollte dich retten, auch nachdem du sie vergiftet hattest. Ja, sie hielt dich in ihren Armen und trug dich zum Eingang. Sie hat deinen Namen gerufen bis zum Ende. Das weiß ich, weil ich sie getötet habe. Oder so dachte ich zumindest. Ayano ist verschwunden. Alter Schwede. Ich konnte ihre Leiche nicht so zurücklassen. Ich ging zurück und wollte ihr ein richtiges Begräbnis begeben, aber die Leiche war verschwunden. Stattdessen war da ein großer Kokon mit zahllosen Seitenraupen. Oh, geil. Hat sie sich verwandelt in die Seitenraupen oder ist sie weggeflogen? Vielleicht sucht Ayano noch nach dir. Ah, sie bauen ihn doch. Dieser Ort wird bald am Grunde eines Sees liegen. Ich komme nicht zurück. Auf Wiedersehen. Oder leb wohl. Da steht sie jetzt. Da vorne. Das Ding. Auch wenn es mich den Rest meines Lebens heimsuchen wird. Egal welches Blut durch meine Adern rinnt. Ich habe mich entschieden. Ich werde als Mensch leben. Großmutter Ayano. Boah, krass. Also war Kino halt in dem Sinne gar nicht seine echte Großmutter. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber jetzt zeige ich euch, was passiert. Wenn man es durchspielt. Das war nämlich eben schon mit dem anderen Ending so. Ich habe es leider nur nicht mehr aufgenommen. So, ich mache dann leider Ende hier. Wir schauen uns den Abspann beim letzten dann mal an. Und dann werde ich mein Fazit geben. Human, see the human ending. So, man hat jetzt nämlich hier Bonus-Content. Und kann das jetzt customizen so ein bisschen. Du kannst Gegenstände im Shop auswählen, Voices und mehr. Warte mal. Ich gehe erstmal auf den Shop. So, hier kannst du mit den Winning-Tickets Sachen kaufen. Oh nein. Ich habe 0 Punkte. Diese Gegenstände haben verschiedene Effekte, so wie die Gegnererscheinung ändern oder andere Enden freischalten. Ach, hier. Ich habe nur 3 Winning. Nee, ich habe ein rotes. Okay, 23 Punkte habe ich. Okay. Okay. Infinite Yen. Oha. Weiße Haare, rote Haare. Blaue, gelbe, grüne, pink ist geil. Katzenöhrchen. Cat Slippers. Wow, jetzt hat sie doch Pantoffeln an. Brillengläser. Alter, was? Ein Pinsnetz, okay. Rotes Halsband mit Glöckchen. Blaues, eine Alien-Antenne. Alter Schwede, ist das doof. Aber irgendwie auch witzig. Ein Eyepatch, jetzt ist sie blind. Handschellen. Dämonenhörner, okay, das ist cool. Dämonenaugen. Oh, so ganz gelb. Diese riesen Eyeball. Oh, eine Katzenstimme. Kann ich mir das anhören? Schade, geht glaube ich nicht. Ja. Und jetzt, liebe Leute, ist es so, wir brauchen den Butterfly Key, das ist nämlich für den einen Raum oben, den ich das ganze Spiel nicht öffnen konnte, ein Schlüssel für das Extra Ending und ein Aluhut. Ja, es gibt ein sehr spezielles Ending. Das war übrigens kein Kackhaufen, was ich hier im Schrank gesehen habe. Ich glaube, das war dieses Aluhut-Symbol.
Aber wir gucken mal. So, ich werde mir auf jeden Fall... Ja, ich wünschte, ich könnte noch was anderes kaufen. Aber es spielt ja keine Rolle. Also ich werde eh nur die Endings jetzt zeigen, nicht nochmal den ganzen Spieldurchlauf. Wir kaufen uns den Butterfly Key. Und wir kaufen uns den Tinfoil Hat. Beziehungsweise, ja, ich muss es ja eh nochmal durchspielen. Ja, ich weiß nicht. Ich kaufe mir den Tinfoil Hat. So. Aber wir können uns ja jetzt entscheiden, was wir mitnehmen. Wir haben leider nichts, was wir jetzt ändern können bei ihr. Ja, geht leider nicht. So, und jetzt werde ich es nochmal durchspielen. Ich werde den Butterfly Key mitnehmen. Und dann schauen wir uns das Butterfly Ending an. Wow, Leute. Ich bin ja gerade im New Game Plus und seht mal, was da vorne steht. Da war Ayano. War das beim ersten Mal schon so? Okay, das ist heftig. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber vielleicht ist es ja nur im New Game Plus so, wer weiß. Okay. So, mal gucken. Ich mache jetzt so eine Art Speedrun für mich. Und am Ende werde ich euch sagen, wie lange ich gebraucht habe. Ich spiele es auf Easy, muss man dazu sagen jetzt. Weil ich will einfach nur schnell durchrennen, alles sammeln eben und dann weitermachen. Und dann mit dem Schlüssel den Schmetterlingsraum öffnen. Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich hier noch ein paar Yen finde, weil ich will noch ein paar Punkte verdienen. Und ihr vielleicht mal so pinke Haare verpassen, das fand ich sehr lustig. Okay, ich bin jetzt an dem Altarraum. Nee, warte mal, wie? Schmetterlingsraum, ne? Butterfly Closet. Okay. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Was haben wir denn hier? Kyobase Journal Nummer 2. Ich habe nur ein einziges Ziel vor Augen. Ayano zu heilen. Solange, oder ja, bis ich halt Hand an den Kokor legen kann, werde ich sie wieder zurück ins Normale verwandeln können. In diesem Moment halte ich den Kokor in meinen Händen. Es strahlt ein ewig währendes rotes Glühen aus. Sowas wie ein Portal zur Hölle. Wenn Ayano es trinkt, wird sie vielleicht wieder zur menschlichen Form zurückverwandelt. Aber was ist dieser Kokor? Es ist eine geheime Medizin, die... den Kreis der Reinkarnation schließt. Der ihn zu sich nimmt, wird ihre Seele wie einen leeren Kokon wandeln oder keine Ahnung. Ayano ist nicht länger menschlich, oder so dachte ich. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört. Sie hat Kinos Namen gerufen, als Kino zu ihr ging. Trotz ihrer physischen Veränderungen ist Ayano immer noch hier. Sogar wenn sie mich nicht mehr als Vater erkennt. Wenn ich diesen Kokon benutze, wird Ayano verschwinden. Sie wird sich in etwas anderes transformieren, das kaum mehr erkennbar ist als Ayano. Ich habe eine schwere Entscheidung zu treffen. Nein, die Antwort ist kristallklar. Ich will, dass Ayano lebt. Das Hohle, das ich, nachdem ich gesucht habe, ist jetzt eine Last. Es gibt nichts mehr, was ich noch tun kann. Vielleicht noch ein letztes Ding. Ich möchte Ayanos Kopf streicheln. Genauso wie als sie ein Kind war. Ich bin sicher, das wird ein Lächeln auf ihr Gesicht bringen. Ein Kokon. Eine Medizin, die von Großvater Kyubei ist. Es schneidet den Reinkarnationskreis ab. Und die ihn schlucken, werden mit einer leeren mit einem hohlen Kokon-artigen Seele gefüllt. Okay. Ja. Dann mache ich jetzt mal weiter. Mal gucken, was noch passiert. Aber ich bin schon sehr gespannt aufs letzte Ende. Das soll ein bisschen fancy sein. Ja, man hat ja gesehen, dass er sich da erhängen wollte. Und das sind dann diese Würgemale gewesen. Und sie hat sie halt runtergeholt und hat sie dann vors Haus gelegt. Gib mir den Kokon. Das ist das dritte Ending. Ist...
Bin ich aber gespannt. Du bist endlich aus dem Kokon gestiegen. Es ist so lange her. Du weißt nicht, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Sie ist echt schön. Vor allem die Haare. Du siehst genau wie Mutter aus. Aber sie ist es nicht. Oh, krass. Okay, das war ein schönes Ende. Das hat mir gefallen. Und ich habe es übrigens geschafft, einmal dieses dumme UFO-Ding zu machen. Heißt, ich habe mir nochmal eine rote Marke verdient. Ja, ich habe mal alles probiert, einfach am Ende mit dem ganzen Geld, das ich hatte. So, und jetzt kommt das letzte Ende. Und das ist wahrscheinlich... Oh, Miaohime. Das heißt, glaube ich, Prinzessin Hime. So, gucken wir mal in den Shop. 26 Punkte habe ich. Jetzt wollen wir uns mal... Ich überlege... Nee, komm, ich will eh nicht mehr spielen. Weil es natürlich die pinken Haare. Weil es wird jetzt auch... Ihr könnt mir glauben, es wird ein bisschen abgedreht. Warte mal, Cat Slippers White, Black. Das ist ja langweilig. Pinke Gläser. Und dann kriegt sie noch... Grün passt, glaube ich, besser zu Pink. So. Handcuffs? Nee, langweilig. Demon Eyes? Nee. Eyeball ist auch lustig. Alien Voice. Chase BGM? Okay. Bonus-Content. So. Die Alien-Antennen, pinke Haare, pinke Gläser, eine Katze, nichts, Alien-Stimme und Chase BGM 2. So, da bin ich mal gespannt. Ist es jetzt eingestellt? Ja. So, wir starten ein neues Spiel und ich werde jetzt... Achso, warte, erstmal Bonus-Content. Ach ne, das kann ich jetzt auswählen, gleich im neuen Spiel. So, wir nehmen den Tinfoil-Hat mit, das ist wichtig. Und wir starten auf Easy. So, und jetzt werde ich euch natürlich so... Ich habe mir Notizen gemacht. Es ist ein bisschen tricky. Und dann werde ich euch jetzt zeigen, was man machen muss. Für das vierte Ende. Da vorne steht sie mit ihren pinken Haaren. Ach, voll lustig. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, ob das jetzt beim ersten Mal spielen schon so war. Oder ob das jetzt nur wegen dem New Game Plus ist. Ah, da ist das Poster. Ein UFO-Poster. I want to believe. Was für ein cooles Poster. UFOs gibt es wirklich. Oder ich meinen Aluhut dabei habe. Achso, warte hier. Prevents aliens from reading your mind. A key item for the extra ending. So, und da wir jetzt das Poster gesehen haben. Und noch die Yen hier, auch weil ich es noch nicht brauche. Jetzt gehen wir nämlich raus. Und da soll jetzt wohl... Machen wir uns mal auf. So, ich muss halt wirklich in der Komplettlösung schauen. Weil sonst kann man das verpassen. Da ist ein UFO. Und das muss man übrigens sehen. Es ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen wie Silent Hill übrigens. Also... Das ist eine Anspielung wahrscheinlich auf das UFO-Ending von Silent Hill. Finde ich total geil. Das sieht so witzig aus. Mit ihren Alien-Antennchen und die pinken Haare. Super. Aha, guck mal hier. Da ist das nächste Poster. Ich sag's nochmal. Es gibt UFOs. Oder UFOs gibt es wirklich. So, jetzt ist die Frage, wo ist das? Da
Da ist das. Nehmen wir mit. Da war das UFO wieder. Seht ihr, dieses Mal war es nicht Ayano, sondern... So, ich gehe gerade mal kurz durch die Toilette und hier im Bad auf der Toilette ist noch was Schönes. Das ist... Das ist die letzte Edition der Occult Mystery. Unsere Studiengruppe liebt das. UFOs... Oh, ich habe... Get all files, ein Achievement. UFO an japanischen Küsten, eine Analyse von mysteriösen Edo-Perioden-Bilderrollen. Großartige Neuigkeiten für okkulte Enthusiasten nationsweit. Während die USA immer noch mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht wird, gibt es seit neuesten Erkenntnissen auch UFO-Sichtungen in Japan. Hier ist eine Bilderrolle. Diese erstaunliche Rolle wurde entdeckt in einem alten Haus in einem Ort, wo ein Damm gebaut werden soll. Aha. Die Crew war schockiert, als sie die Rolle erblickte. Das muss ein UFO sein, sagten sie. Die Bilderrolle zeigt ein diskusförmiges Flugobjekt, das aussieht wie die Beschreibung eines UFOs. Außerdem zeigt es eine mysteriöse Frau. Der alte Besitzer der Rolle sagte, es muss wohl lange Zeit her gewesen sein, als ein Maulbärboot an der Küste antrieb. Wir haben eine Theorie. Könnte dieses Maulbärboot ein UFO sein und könnte diese wunderschöne Frau ein Alien sein? Die Beschreibungen zeigen, könnten extraterrestrischer Natur sein und zeigen uns Erdlingen, also... Und erklären, warum wir Erdlinge sie nicht entziffern können. Occult Monthly. Während unsere Untersuchung weitergeht, haben wir eine weitere erstaunliche Enthüllung gemacht. Wir haben eine unglaubliche Ähnlichkeit zur Geschichte der goldenen Prinzessin, die oft unter Seidenfarbern in Japan erzählt wird. Zurück im 5. Jahrhundert wurde gesagt, dass die goldene Prinzessin in Japan auf einem Maulbärboot angekommen ist. Sie kam ursprünglich aus Indien. Nachdem sie an einer Krankheit starb, wurde ihr nachgesagt, dass ihr Körper sich in viele Seidenwürmer verwandelt hätte. Die Namen und Erscheinungen dieser zwei Boote sind erstaunlich ähnlich. Könnten die goldene Prinzessin und die einzigartige Schönlichkeit ein und dasselbe sein? Die Bilderrolle, die wir entdeckt haben, zeigt die älteste und akkurateste Darstellung eines UFOs. Unsere Untersuchung wird weitergehen. Beim nächsten Mal die Suche nach Issy, der japanischen Nessie. Okay. Ja, immer was Cooles zu lesen hier. Alles klar, warum nicht? Okay. Habt ihr das gerade gesehen, ja? Gut, dass ich aufgenommen hatte. Krass, da war einfach mal das UFO. Und hat sie angeleuchtet. So, und hier ist jetzt der letzte Abschnitt quasi. Ich gehe nochmal ganz kurz speichern, nur für den Fall. Ja, hier müssen wir uns jetzt reinsetzen. Wieder gerade. Und können jetzt mit diesem Häufchen interagieren, das ein Aluhut ist. Eigentlich, aber... Oh wow, ich habe Gänsehaut. Okay, was... Oh, so ein Kornkreis hier. Oh Leute, ich bin gespannt. Könnte das... ein mysteriöser Kreis?
Unsere okkulte Studiengruppe hat davon geträumt. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich so einen sehe, hä? UFO? Oh, wie geil! Oh, es ist so witzig. Es ist so witzig. Oh, sag jetzt nicht, dass es einfach so aufhört. Oh, wie geil! Hallo, Cocoon! Richtig gut! Ich kann nicht sagen, wie toll ich dieses Spiel finde. Utuyuya! Ne, Ututuya und Kusue. Das heißt nicht, die waren da zu zweit bei dem Spiel. Oh mein Gott, wie toll ist das? Das haben zwei Kerle gemacht, dieses Spiel. Erzähl mir das nicht. Alter Verwalter. Ja, dafür, dass es nur so ein Versteckspiel-Horror war. Ich bin hellauf begeistert, Leute. Und zwei Leute haben das gemacht. Abartig, wie gut das ist dafür. Okay. Unbekannte Rolle, Mariko Akatsuki. Und Aliens. Ich bin total begeistert. Vor allem wegen diesem Ende jetzt. Alleine, dass man so viel Liebe da reinbringt. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ah, ist das schön. Ich liebe so einen Quatsch. Oh, es hat... Also das Spiel hat mir richtig, richtig Freude bereitet, muss ich sagen. Toll, toll, toll. Ich hoffe, euch ging's auch so. Noch die Special Thanks. Ey, das war einfach klasse. Also, so Spiele wünsche ich mir halt zu spielen. Mit so viel Liebe. Naja, Nayuta Studio. Ganz, ganz toll. Muss man sich mal vormerken für die Zukunft. Das ist so geil. Ja, auf jeden Fall, das war's jetzt leider mit Hollow Cocoon. Ich meine, es waren ja ein paar Parts, das ist ja okay für so ein Horrorspiel. Ja, schreibt mir doch gerne mal... Oh! Enemy Accessory Tinfoil Head. You can, okay, habe ich das schon. Ja, das UFO-Ende natürlich. Um. Bonus-Content. Warte mal, Shop. Hm. Diese Brille. Aber ich habe da die Chase BGM eingestellt, aber da war da eine andere? Keine Ahnung. Ja, das war's dann wohl, Leute. Das war's. Ich danke euch nochmal sehr fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes und ja, ich hoffe, wir sehen uns zu was anderem wieder. Ich bin der Bruger, macht es gut und bitte mehr von solchen Spielen. Auf Wiedersehen. Tschüss.